Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Video von dem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen privaten Server downloadet in allen Schritten innerhalb von 3 Minuten. Also ja. Auf das erste, was man macht, ihr geht auf die Seite EasyFan, Link dazu in der Beschreibung. Gebt hier euren Namen an. Euer Level 23. Goldbahn, Avatar-Status, das ist egal, keine Ahnung, könnt ihr irgendwas hinschreiben, ihr müsst auch nichts hinschreiben, ihr könnt auch 1/15 machen, V-Bucks, irgendwas, gebt hier irgendeine Fake-E-Mail an, die ihr euch dann in die Zwischenablage kopiert, hier diesen Launcher-Token. Hier Gifting, hier könnt ihr einstellen, was sie euch geben sollen. 14 Days Bundle, keine Ahnung. Und geht dann auf, was auch immer bei euch steht, ich glaube, das steht nicht Safe Changes. Da drückt ihr halt einmal drauf hier. Hier klickt ihr doch einmal drauf. Und sollte dann halt irgendwo so ein grünes Ding kommen, successfully, ja, bla bla bla. Dann klickt ihr hier drauf auf diese Fan Launcher. Ah, hier seht ihr jetzt successfully saved your account. Jetzt klickt ihr hier mal auf den EasyFan Launcher. Jetzt ladet ihr diese Dings hinunter. Ich ziehe das jetzt hier rüber. Ich habe es schon hier. Dann klickt ihr hier drauf. Nochmal drauf. Alle extrahieren. Hier könnt ihr das auch lassen. Dann habt ihr hier das zweite. Startet es. Dann kommt ihr hier. Geht auf Custom Fortnite Pack. Startet Fortnite. Und ihr werdet sehen, dass ihr alles habt. Und viel Spaß mit dem privaten Server.